Hallo Insektenfreunde, ich habe einen Sonntagnachmittag genutzt und habe meine asiatische Blütenmantis verpaart. Dazu setze ich immer das Weibchen in das Insektarium vom Männchen rein. Dadurch hat er keinen Stress, er kennt sich dort ja bestens aus, nimmt Veränderungen wahr. Und ja, im Gegensatz zum Weibchen, ja, sie ist da ein bisschen ja, im Stress, ja, ist ein bisschen unsicher, nicht direkt so aggressiv. Und schaut jetzt auch nicht gerade nach Futter aus, sodass das Männchen in Ruhe, ja, sich dem Weibchen nähern kann. Jetzt sehen wir gleich ganz toll, wie sich das Weibchen Richtung Asch bewegt, ja, abgelenkt ist dadurch. Das Männchen ergreift die Gelegenheit, ja, nutzt seine Chance, fliegt rüber zu ihr, landet ja etwas unsanft auf ihrem Körper. Aber ich sag mal, er hat es geschafft, ja. Also ich würde mal sagen, für die Stellung ist das Weibchen noch nicht bereit, ja, aber er merkt es dann doch auch recht schnell und ändert dann die Richtung. Ganz allgemein noch über Insekten, ja, die meisten ja, sind getrennt geschlechtlich, heißt Männchen, Weibchen. Sehr wenige Arten sind Zwitter. Ohne Reihe von Arten pflanzen sich durch Parthenogenese fort. Das ist ja eine Jungfernzeugung oder Jungferngeburt, ist eine Form der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Dabei entstehen die Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen. Ja, manche Pflanzen machen das, weibliche Tiere. Zum Beispiel die australische Gespenstschrecke, die kennt ihr alle, die können sich durch eine eingeschlechtliche ja, Art fortpflanzen. Das heißt, ohne männlichen Artgenossen werden die befruchtet, ja, durch bestimmte Hormone. Da wird eine unbefruchtete Eizelle eine Befruchtungssituation vorgespielt, worauf diese sich dann zu teilen beginnt, ja, und zum Organismus heranreift. Das Insektarium, wo ihr hier seht, wo die Mantiten gerade sich befinden, ja, das ist eine ganz normale Brablastdose. Die findet ihr im Internet. Die kostet 2 Euro im Handel. Das Tolle dran ist, ja, die ist halt aus Kunststoff. Ich kann die so bearbeiten, wie ich das gern hätte. Kann Belüftungsgitter einbauen, wo ich sie gern hätte, wie groß sie sein sollen. Und ja, habe die Maße 19, 19, 19 circa. Das heißt, ja, absolut geeignet für die Größe von der Mantiten. Ich habe ein paar Äschchen eingebracht, ja, die habe ich einfach mal beim Waldspaziergang mitgenommen, habe sie kurz für ein paar Sekunden in die Mikrowelle rein, damit ich jetzt nicht irgendwas einschleppe, also Milben oder sonstige Parasiten. Im Hintergrund seht ihr eine Orchidee, die habe ich da aufgebunden und reingehängt ins Insektarium. Ja, welche Orchideenarten ihr da verwenden könnt, wie ihr die aufbinden könnt, das könnt ihr alles in meinem Blog nachlesen, wenn ihr wollt. Ich poste den Link einfach unten in der Beschreibung rein. Hier können wir eigentlich den Fortpflanzungsakt ganz schön beobachten. Ja, es gibt eine direkte Spermienübertragung. Durch die Kopulation werden die Spermien direkt in die Vagina eingebracht und ja, auch dabei natürlich die Eizellen befruchtet. Die Weibchen besitzen eine Spermiensammeltasche. Das heißt, sie können durch eine einmalige Befruchtung mehrere befruchtete Eigelege ablegen. Für alle, die noch nie eine Mantitenverpaarung gesehen haben, der Geschlechtsakt an sich, ja, findet eigentlich völlig reglos statt. Das heißt, das Männchen verharrt auf dem Rücken vom Weibchen und das Weibchen bewegt sich ab und zu mal ein paar Zentimeter, aber eher sporadisch. Und der Geschlechtsakt an sich, also genau dieser hier, hat so circa 5 bis 5,5 Stunden gedauert. Also doch länger, wie sich der eine oder andere vorstellt. Und es sah auch während des Geschlechtsakts nicht so aus, wie ihr es jetzt gerade seht. Ja, da ist der Geschlechtsakt an sich schon vorbei. Da hat mich das Männchen einfach gesehen, erschreckt und will sich tarnen. So, wir sind jetzt auch schon am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da.
Wenn ihr euch mehr einlesen wollt, geht auf meinen Blog. Ich freue mich über jeden von euch. Und ja, wie ihr gesehen habt, ging das Ganze auch gut, ja, dank meiner Hilfe. Und ich wünsche euch was. Ciao.